Was gibt's in Welt 2 so zu erkunden? Ich weiß es nicht. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ja, im letzten Part sind wir zu Welt 2 gekommen. Und jetzt spielen wir die Puzzleplankengalaxie. Die erste Galaxie in der neuen Welt. Ja, ich muss sagen, Welt 2, ja, ich bin nie ein Fan von den zweiten Welten in Mario-Spielen, aber die Welt ist gar nicht so schlecht. Das Geheimnis des Bilderrätsels ist unser erster Stern. Und ja, wie ihr vielleicht schon hören könnt, ich bin wieder gesund. Okay, fast. Ich muss immer noch ein bisschen husten. Aber nicht mehr so viel. Also das hoffe ich jetzt, sonst ist die Aufnahme wieder scheiße. So muss ich wieder so schneiden. Aber egal, boom. So, weil wir aber natürlich den ersten Stern nicht machen, weil es hier einen Fragezeichenstern gibt, muss ich jetzt vielleicht durch Münzen sammeln. Die Musik ist so geil. Oh, geil. Ich mag die. Kann man die auch so zu. Ja, okay. Dann haben wir hier für Schalter. Noten. Noten. Scheiße. Lass zurück. Oh! Sehr, sehr knapp. Hab trotzdem geschafft. Sternteile, ich brauche aber Münzen. Sternring, ich brauche immer noch Münzen. Ah, okay. Das sind aber jetzt die ersten Münzen, es gab noch keine davor. Also musste ich nichts falsch gemacht haben. Weil auf diesem Planet gibt es jetzt schon einen Münzkombi-Nummer und ich weiß nicht, wie viel der will. Also. 70! Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Chill mal kurz. Okay. Ah! Bitte Bonus! Ja! Oh mein Gott. Ganz viele Münzen. Bestimmt. Ja! Alle sammeln. Alle sammeln. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gut aus. Easy. 57, da waren jetzt 50 Münzen drin. Jetzt sollten wir es vielleicht doch noch schaffen. Ja, im Bus sind auch noch 4. Ja, noch 9. Dann gibt es noch was im Baumstamm und da oben und der Gumba auch. Ja, easy. Passt. Also, gib her. Da gibt es noch Sternteile. Es gibt hier irgendwo Münzen. Da gibt es die Münzen. Und wir haben 70. Nice. Können wir auch direkt den Fragezeichenstern machen. Ja gut, deswegen ist diese Galaxie nicht so schwer, 70 Münzen zu kriegen, weil es ja direkt der zweite Planet ist. Und wenn es beim ersten Korb nur 5 Münzen gibt, dann kann man nichts falsch machen. Außer man kriegt den Bonus nicht hin. So, fress mal die 70 Münzen. Und verwandle dich. Ja, verwandle. Gib her. Ein Riesenbaum. Alles klar. Lass hingehen. Ein Checkpoint. Okay, gut. Hier kann man wohl sterben. Wolken gibt's auch. Was kommt da? Ein Busfight? Nein! Ich bin nur auf Z geblieben. Seit ich den Rückwärtssalto gemacht habe. Also, dass er trotzdem Stampfattack gemacht ist, wusste ich jetzt nicht. Jetzt ist schon der zweite Tod durch sowas. Nee. Der erste, aber es war schon mal so. Wenn ich noch weiter im Let's Play so schon richtig aber aus. Da ist auch schon der Bossfight, so ein Riesenkäfer. Mit Flügel. Du stirbst erstmal. Muss einfach auf den Rücken. Stampfattacken. Du 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 du
Du, das wird so nichts ohne Wolken. Steh ab! Oh Gott, nein! Jetzt habe ich die Wolke verschwendet. Scheiße, nein! Nein! Okay. Komm mal her, du. Stimmt. Als ob! Nee, irgendwas stimmt mit mir nicht. Jetzt. Oh, Scheiße, ich bin tot. Nein. Ich bin mir gerade echt zu blöd. Jetzt! Mann! Stimmt! Nice. Wir haben trotzdem 6 Minuten dafür gebraucht. Shit. Aber beim nächsten, also beim richtigen Stern, muss man ja keine Münzen sammeln. Also können wir da direkt weiter. Okay. Stern Nummer 13. Das war der Stinkkäferkönig. Okay. Oh, 2 neue Galaxien. Die eine ist scheiße und die andere ist geil. Läuft. Während du unterwegs warst, habe ich die Galaxienkarte ein wenig geändert. Schau sie dir einmal an. Hast du diesen Toad gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas von Post und Brief vor sich hin. Nice, haben wir den auch. Geh mal rüber und sprich ihn an, dann hat das Gemurmel endlich ein Ende. Oh ja, geil. Komm her. Hallo? Mario, ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich bin nur ein Brieftod. Ich stelle Leuten Briefe zu. Ist das nicht klasse? Und stell dir vor, der erste Brief ist für dich. Lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir. Aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns schon bald wiedersehen. PS, in diesem Brief liegt etwas bei, das du hoffentlich gebrauchen kannst. Deine Peach. Diesen Brief lag ein Wunderpilz bei. Seit der Gefangenschaft ist die Prinzessin noch wunderbar fürsorglich. Wie rührend. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein One-Up. Nice. Oh. Dies ist die Weltenkarte. Dank der Kraft der großen Sterne reisen wir durch Raum und Zeit. Wir können eine weitere Welt bereisen, sobald du so weit bist, Steuermann. Okay. Jetzt machen wir den normalen Stern. Los geht's. Das wirkliche Geheimnis des Bilderrätsels. Das ist aber kein Bilderrätsel, das ist so leicht. Können wir praktisch können wir jetzt durchrushen. Aber die Noten nehme ich mit. Diesmal richtig. Verpiss dich. Ich hab das nicht gewusst mit dem Wiggler. Oh, ist ein Witz. Das habe ich noch nie verkackt eigentlich. Oh Gott. So, und hier können wir eigentlich sogar direkt wieder durchrushen, weil das sogar funktioniert. Das ist zwar sehr weit oben, aber Mario juckt es nicht. Der springt zwar nur zur Hälfte, aber es funktioniert trotzdem. Schon so geil. So. Da ist die Kometmünze. Weitsprung. Nein. Nicht absägen. Hoch, drauf. Da können wir auch noch runterfallen. Da seht ihr das Loch. Da. Aber wir haben es trotzdem noch geschafft. So, Wandsprung. Rüber. Hoch.
Jetzt müssen wir uns beeilen, es kommt was Böses. One up. Hoch. Nein, nein. Nice, nice. Scheiße, 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 es bricht ja auch ab. So, kurz chillen. Okay. No! Okay. Wer sich da eine Sechskraft kauft, der ist behindert. Der ist zu blöd für das Spiel. Das sollte wegen Finger von dem Spiel weglassen, weil dieser Boss. Das ist schon lächerlich. Das ist kein Boss, das ist ein normaler Gegner. Also tut mir leid. Nee, da kann man nicht sterben. Osman ist echt zu blöd. Wenn ich jetzt sterbe, laufe ich auch mal. Du musst einfach nur hier kurz das Rätsel lösen. So. Es taucht ein Boss auf, so ein Mini-Käfer da. Da und das war's schon mit Boss. Der hat ein paar Sterne. So wie es bei Summer Galaxy, da gab's auch schon sowas. Aber das kleine Kind, das ist das, man das voll süß, wir sind halt Pferd töten. Jetzt ist die Mutter natürlich voll aggro. Verpiss dich. Das ist, da braucht man keine Sechskraft. Also tut mir leid. Da braucht man bei einem Fragezeichenstand Sechskraft eher. Aber bei so einem Boss nicht. So, 2 Sterne hätten wir schon mal. Nice. Stern Nummer 14 und 8. Kometenmünze. Okay. Und folgende Steuerer und weiter. Wir gehen jetzt runter, weil das ist schwerer. Damit wir das hinter uns haben. Riesenwasserfall-Galaxie. Das ist echt die schwerste Galaxie bis jetzt. Und ja, wir müssen Raketenrasse dank Turbopfeffer spielen. Und ja, das ist ein Item für Yoshi. Weil es ja Yoshi in dem Spiel auch gibt, hat sich Nintendo gedacht, ja, gib mal auch noch Items dazu. Finde ich cool. Yoshi hat nie Items. Hat er Items? Das kann nicht. Hat der Items in anderen Spielen? Achso, Naro brauchst du zumindest mal nicht. Aber hä? In 3D World gab's den nicht. Hat der andere. Nee. Warum ich nicht? Summer Galaxy gab's ihn auch nicht. Ja, in Sportspielen halt, aber. Nee, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Yoshi noch irgendwo anders. Scheiße, dann braucht den Gummi nicht mal. Theoretisch muss man da nicht hoch. Deswegen gehen wir da auch nicht hoch. Und ja, mir ist gerade eingefallen, hier gibt es auch einen Münzgummi-Luma, deswegen müssen wir die Münzen behalten und dürfen jetzt nicht sterben. Sollten wir aber trotzdem gut hinbekommen. Ist aber 2 Münzen. Hallo! Und hoch und weiter und weiter und weiter und weiter. Das noch überleben, bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Ja. Münze. Falls er ja 30 will. Da, okay, da gibt es auch noch eine Münze. So, wie viel will der jetzt? 30, also. Wir haben es im First Try. Wir haben es im First Try. Da. Und was macht er für uns? Diesmal ist natürlich kein Boss. Auch so eine kleine Gegnermission. Silberstern-Gegnermission. Und mit Yoshi ist es no problem, weil die Gegner sind so schwach, die können nicht mal angreifen. Zwar können sie trotzdem verletzen, aber die klauen nur Sachen und die kann man mit einem Try essen und Silberstern würde ich mal gerne haben, danke. Oh, Triple! Du Arschloch, komm her. Nein, das ist meiner. Da, da,
Oh, nice. Double. Nein, ihr blöden kleinen Viecher. Die kleinen süßen blauen Viecher. Ihr braucht keine Zauberstein. Nein. Danke. Nice. Wir schaffen wieder 4 in dem Part. Also wenn wir immer 4 pro Part schaffen, dann haben wir das Spiel schnell durch. Das sind dann 60 Parts. Das sind 60 Parts. So lang will ich aber nicht brauchen. Nicht mal Powerplays braucht so lang. Okay. Oh, nochmal 2 neue läuft. Neuer Brief. Mario, ein Brief für dich. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Triff mich in der Wattewolkengalaxie und wir finden heraus, was du drauf hast. Dein Wanderaffe. Oh, dann können wir jetzt die Wattewolkengalaxie abschließen. Als erste große Galaxie. Zwar kein Komet hat. Zwar die Galaxie kein Komet, aber. Nice. Direkt mal hingehen, ne? Ein dritter Stern ist aufgetaucht. Ja, ich mache den Part ein bisschen länger. Wir machen Riesenwasserfall-Galaxie auch noch komplett. Dann schaffen wir 5 Sterne. Hüpfer mit dem Nerven. Sollten wir schnell schaffen, weil ich kann sowas eigentlich relativ gut. Manchmal nicht, manchmal schon. Bei Mario Bros. Würde ich sowas gut hinbekommen. Aber mit sowas, wie ich jetzt habe. Affe? Ich habe auf dich gewartet. Hallo auch, ich bin ein legendärer Wanderaffe, ein in allen Galaxien geachteter Spieleprofi. Bei diesem Spiel ist mein Highscore 10.000 Punkte, die Regeln sind einfach. Du musst möglichst viele Gegner aus dem Weg räumen und die Münzen sammeln. Wenn du über meine 10.000 Punkte kommst, gebe ich dir diesen Powerstern. Spielst du mit? Ich spiele mit. Dein Ziel ist sind 10.000 Punkte, viel Glück, du wirst es brauchen. 120 Sekunden ist out. Da kann nämlich auch 300 Punkte maximal kriegen pro Gegner und jetzt könnten wir abräumen. Ja, wenn die Gummis so blöd sind zum Kommen. Münzen geben auch 100 Punkte jeweils. Nice. Ganz wichtig, der 6-Kraft-Pilz da. Der gibt nämlich 1000. Alle Pilze geben 1000. Es gibt auch nur noch ein One-Up. Den 3er-Sprung haben wir auch gut hinbekommen. Wir haben jetzt schon die Hälfte. Wir haben keine 40 Sekunden. Münzen auch noch. Boom. 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 300. Und wieder. Ja, okay, jetzt läuft es wieder richtig bei mir. Pass auf. Da könnten wir auch viele Punkte jetzt kriegen. Scheiße. So schon. Ja, genau. Ah, ich bin so blöd. Wer mit schon den Highscore? Leute, easy going. Jetzt muss ich hier so lange warten und noch mehr Münzen. Okay, den Highscore haben wir easy. Ha, ist da jetzt noch ein Pilz drauf? Da ist auch noch ein Pilz oben. Ich habe glaube noch nie so viele Punkte geschafft in dem Minigame, aber yay, woohoo. Yay, woohoo. Wir haben alles abgeräumt, jeden Gegner tot. Yay. Tot. Fantastisch, 13.340 Punkte. Ich muss zugeben, dass du ein würdiger Gegner bist und als Beweis dafür gebe ich dir diesen Powerstern. Danke. Ach, da sind noch Gegner da hinten. Ich meine, das muss sogar noch mehr schaffen können. Sternteile geben zwar nur 10 Punkte, aber wenn man sie einsammeln muss, dann darf man sie einsammeln. Okay. Hüpfer-Score mit dem Wanderaffen, Stern Nummer 16. Und ja, wir sind zwar schon bei 20 Minuten, aber ich mache den Riesenfall-Galaxie auch noch. Riesenwasserfall.
Da bist du ja wieder. Du hast bereits einige Bausteine gefunden, nicht wahr? Wir führen hier genau Buch darüber, wie viele du bereits mitgebracht hast. Schau dort auf dem Schild neben dem Steuerrad, kannst du es nachlesen. Diese Liste wird dir auch bei der Jagd auf die übrigen Bausteine helfen. Schau also häufiger mal vorbei. Obwohl, komm Leute, wir schaffen das glaube ich doch nicht mehr. Bei Riesenwasserfallgalaxie ist es schon groß. Da kommt noch mehr nach dem Bommeluma. Deswegen muss ich schnell diesen Würfel hier aktivieren. Ist ein Witz. Und mal kurz den Glitch versuchen. Oh fuck, spät. Den Glitch will ich jetzt aber probieren. Ich habe den bis jetzt einmal geschafft. Ja, wir haben ihn. Nice. So geil. Schaut. Jetzt ist die Zunge nämlich ewig lang und es ist voll der Bug. Yay, ich klebe an dem Toad. Woohoo. So ein geiler Bug. Die Zunge geht sogar durch Mario und Yoshi durch. Ha, jetzt ist sie weg. Lol. Geil, bester Glitch. Nice, damit würde ich sagen, was für diesen Part. Mit dieser geilen Zunge. Und ja, sieht irgendwie gruselig aus. Egal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und Yoshi und ich. Wir machen hier noch kurz Scheiße. Schade. Nein, ist schon Glitch weg. Na egal. Haut rein. Bis zum nächsten Part und ciao.